verstehst, dass ich darüber minimal ungehalten bin. Beunruhigt oder ungehalten? Ungehalten. Wie kann das sein, dass du ein Garrickbot aus den Augen lässt? Weißt du eigentlich, wie fett das Teil ist? Ja, zufällig weiß ich das. Augläufer gesichtet. Okay, da unten bei deiner Basis übrigens, mein Junge. Ich höre. Ja, die sollen da oben schon ruhig sterben. Das ist gar kein Problem. Oh, und da oben ist sogar der gegnerische Warboss. Okay, ich will nicht, dass mein Geschütz verreckt. Oh, da ist ja noch viel mehr. Jetzt kommt die Abrechnung. Gold. Komm. Brennen ihn weg. Keine Gnade, keine Rücksicht. Ja, ist ja gut. Fanat. Keine Gnade, keine Rücksicht. Anarchismus pur mal wieder. Wie war das? Wer geht auf Fahrzeuge? Nein, auf Fahrzeuge gehen heißt bei mir, du bildest Fahrzeuge aus. Wir gehen als Gegner natürlich auf beides. Naja, ich mach ja. So, das ist doch jetzt recht, Eigentlich. Deswegen hab ich ja auch einen Raketenwerfer von einem Truppen genannt. Der ja auch etwas sinnlos. Ach ja. Bazookas. Nee, gar kein Bazookas. Flammenwerfer. Wollte schon fast sagen. Yeah, Oberkommandierender Stufe 6. Ich könnte meinen auch mal ein bisschen offensiver einsetzen, fällt mir mal ein. Dann würde der auch mal irgendwie immerhin eine Stufe weiter hochkommen. Ja, wäre sinnvoll. Bildest du später mal einen Land Raider aus? Ja, irgendwann. Gut, dann brauche ich keinen Razor wegzubauen. Ja, hört sich sinnvoll an. Ich würde irgendwie gar noch ein bisschen von diesem Eifer haben, damit ich mal Terminatoren runterholen kann, aber... Ja, das ist immer das Problem mit den Terminatoren. Ansonsten... Dann mache ich jetzt die Defensive und du greifst an, weil da kriegst du mehr vom Eifer. Ja, ich versuch's. Oder mach mal mit deinem Cyborg hier... Das Ding kaputt, da kriegst du auch Eifer. War was. Komm hier. Oh, Kampfpanzer. Ungünstig, ungemütlich. Oh ja, er flieht. Soll ich bei meinem Marine-Trupp, den ich jetzt ausgebildet habe, nochmal auf Fahrzeugabwehr gehen? Ja, ich weiß es nicht. Wenn du willst. Ja, die Frage ist, brauchen wir das? Gehen die jetzt immer mehr auf Fahrzeuge? Sehe ich gerade nicht, dass die mehr Fahrzeuge gehen würden. Okay. Wir haben immer noch ordentlich. Ich weiß, den blöden Bazooka-Typen. Ja, genau. Ja, wie viele stehen denn da oben rum? Die Orks nehmen einen unserer Kontrollpunkte ein. Ja, und die Orks nehmen hier schon wieder das scheiß Teil an. Ich glaub's nicht. Ja, ich weiß, es ist echt irre. Nervig ist es. Ja, ja, eben. So, hallo! Die dich gerade von hinten anballern und nicht. Und dort nicht gehen nach. Oh fuck! Und tschüss! Hallo, ich hab gesagt, und tschüss! Oh fuck! Ist das? Ist zu viel. Ja, guck mal, was da alles kommt: zwei Guardbots, Kampfpanzer, Beutepanzer. Bereit zu dienen. Ich bin tot, Junge. Ich bin so tot. Raketenwerfer wird bereit gemacht. Habt ihr auch mal vor, dieses Ding zu reparieren oder steht ihr auch einfach nur in der Gegend rum? Ich weiß es nicht, was die teilweise dumm sind. Ich brauche hier definitiv mal ein bisschen mehr Energie, aber gut. Das ist ja auch geil, wie eine Sprenggranate bringt, glaube ich, teilweise mehr gegen einen Panzer als eine Raketenwerfer-Rakete. Also, macht doch richtig viel Sinn. Ja. So, ich
kann jetzt praktisch auch nur noch einen Skriptor ausbilden hier. Nö, kann ich nicht, wegen der Anforderung. Weil diese blöden Orks mir das hier alles... Nein! Hilfe! Und mein Typ ist gleich tot. Kannst du mir mal helfen hier hin? Ich brauch echt Hilfe hier hin. Ja, ich komme ja schon vorbei. Komm mal mit Feuer auf den Xeno! Ja! So. Dann wollen wir uns hier noch ein bisschen umschauen bei dem netten Garkbot. Guten Tag, Mr. Garkbot. Guten Tag, Mr. Garkbot. Wollen Sie heute sterben? Komm, Garkbot, hier, komm, zack, raus ins Gesicht. Also, ich glaube, die gehen gerade definitiv auf Fahrzeuge. Ja, dann nehmen wir was gegen Fahrzeuge mit. Hab ich. Ich hab einen Raketenwerfer, einen Klassenwerfer und einen Raketenwerfer. Ich halte mal mein Cybertier ein bisschen bei dir, ne? Ja klar, wenn du ihn repariert haben willst, sag ruhig. Scouts bereit. Verstanden. Ja, da war schon mal. Aber ich hätte da auch noch ein paar Scouts, die da noch ein bisschen rumgammeln. So, Kommandoboss ist tot. Oh, das ist ja endlich mal was Erfreuliches hier. Würde am stillen Stern ist, musst du ihn ab und zu ausmachen, damit er die Energie regeneriert. Vorsicht, deine Scouts hier werden an. Falsches Ding. Vorsicht, deine Scouts hier werden angegriffen. Ja, ja. Können sie machen, können sie machen. Ah, okay. Oh. Hm, ist was? Land Raider. Ja. Sehr schön. War irgendwas, was ich hätte bedenken müssen? Nein, das finde ich gut. Also, Land Raider finde ich gut. So, jetzt schauen wir mal, ob auf welche Fahrzeuge ich nochmal gehen kann. Predator kostet ein bisschen wie an Energie. Ja. Ah, ich bin immer so out of Energy. Terminatoren. Ich hab jetzt auf Terminatoren. Das ein Land Raider reicht komplett. Der Cybot bräuchtest du eigentlich gar nicht. Wenn du auf Sturmterminatoren gehst, hast du ausgesorgt. Ich weiß nicht. Bin ich eigentlich viel, viel lieber mit Panzern unterwegs als diesen blöden Terminatoren. Ich halte meinen Land Raider ein bisschen hier bei dir rum, okay? Ja, okay. Ich gehe hier mal auf den Warboss. Tot, Warboss, tot. Ich erobere ihn. Eigentlich könnte ich auch eine Terminator-Rüstung für den Typen da gebrauchen. Eben. Nimm bei dem eine Terminator-Rüstung, gib ihm Energie-Clown und hol dir dann drei Terminatoren, Sturmterminatoren-Teams mit Hämmern. Und, drei Teams mit Hämmern? Das ist doch irre kostenintensiv. Ja, ist es, aber dann hast du gewonnen. Achso, okay. Oder hol die normale Terminatoren, kannst du eigentlich auch machen, wie du willst. Ich hätte gerne mal erstmal ihn hier in Terminator-Rüstung. Scouts hier, reden verstanden. Ich würde mal gerne hier meine Basis reparieren. Die ist echt angeschlagen, sehe ich gerade. Passiert. Der Ork ist übrigens gerade wieder zu seiner Basis zurückgekehrt. Weißt du woher? Der tote Warboss lag da und jetzt liegt er nicht mehr da. Macht denn? Folgerung, er ist zu seiner Basis zurückgekehrt. Und weil ich gesehen habe, dass er praktisch da lag und von jetzt auf gleich nicht mehr, weiß ich auch, dass er genau zu dem Zeitpunkt... Schwerer Flammenwerfer und Energieclown. Sturmkanone. Okay, mal Energieclown. Kann der dann auch eigentlich direkt hier wieder in Land Raider einsteigen oder muss der erst warten, bis seine Aufrüstung fertig ist? Der muss warten. Ah ja. Aber es wird halt nur unterbrochen und wenn er wieder aussteigt, dann geht's weiter mit der Erforschung. Ach so. Also das ist dadurch nicht komplett abgebrochen. Jo, jetzt habe ich einen Skriptor. Da hinten kommen Bazookas. Und das ist wieder ein Kampfpanzer. Guten Tag! Oh ja, ich sehe den Kampfpanzer gerade. Fuck!
Das war's. Ja, der hat genau in meinen Trupps reingebolzt. Achso, na dann. Versorgungsgebäude wird dabei auch ziemlich Schaden angerichtet. Was mich etwas nervt, muss ich zugeben. Okay. Aber nur Lebenspunktschaden zum Glück. Du kannst übrigens deinen Land Raider auch als Rückzugspunkt für deine Truppen setzen. Echt? Das geht? Ja. Ui. Ja, nach Aktivierung ziehen sich Trupps zu diesem Signal zurück. Nein. Ziehe ich dann die Trupps automatisch von zurück? Also wenn ich es jetzt drücke, ziehe ich... Nein, du drückst einfach mal. Du setzt es dann als Rückzugspunkt fest. Ach so, okay, na dann drückst du es mal. War jetzt nur gerade unsicher wegen, ne? Weiß schon. Nee, also ich kann es mir vertrauen, ich hab's schon gemacht und dadurch ziehen die Trupps nicht mehr automatisch. Könnte dieser Kampfpanzer dann anfangen zu verschwinden? Ich hab gerade Beutepanzer gekillt. Ah ja. Geh weg. Ja, ist er weg. Wir haben zwei. Da drüben ist noch einer. Wo, wie, da drüben ist noch einer? Da drüben ist noch einer. Kampfpanzer? Ja. Oh. Hab ich aber gerade nicht einen Namen dafür. Ich verfolge jetzt hier mal einen Beutel. Blöd. Ist auch irgendwie richtig sinnvoll, wenn ja der Captain allein in dem Land Raider so ein Schwert. Was ist der Fallinger Proll? Goldener Land Raider, Captain in Salado-Rüstung-Pferd drin rum. Ja, das machen ja alle Captains so. Ups, ich glaube, da ist ein Outboy tot. Ja, das finde ich ganz gut. Geil, ein Outboy. Ich habe einen Outboy gekillt. Schaut sich an, Leute, ich kann Outboys killen. Oxboy killen. Oxboy killen, ja. Das ist noch, das ist alles noch aus meiner Zeit, wo ich im Tabletop Orks gespielt habe und dann selber so eine behinderte Sprache gelernt habe. Ihr hättet echt damals hören müssen. Ja, das war richtig geil. Stimmt. Und weißt du was, der Egger hat das für eine Zeit lang auch so gemacht. Und wir waren einfach nur so geil, wenn wir irgendwo im Deutschunterricht drin saßen und die Sprache. Hm? Ja, ich hab's gesehen. Und dann halt mit der Sprache angefangen haben, die Lehrerin zu ärgern. Und wir fanden es aber nur so witzig. Ja, konnte nichts groß sagen, komm. Hat uns halt mehrmals aufgefordert, dass wir halt normal sprechen sollen, aber komm, hilf bei uns nichts, du kennst mich und den Egger. Ja, ich kenne den Egger nicht mehr wirklich. Was will ja auch mit allen Dingen wieder wegfahren? Energiekern bringen nichts gegen Fahrzeuge. Doch. Können sie ach, sogar betäuben. Also, dass sie praktisch immobilisiert werden. Das hört sich ja relativ gut an. Da soll ich mal auf Dauer Energie klauen nehmen. Also den Typen herauslassen. Aus seinem Kabuff. Ja. Nein. Weißt du, warum ich gefragt habe, ob du einfach einen Land Raider nimmst? Als ich den Razorback gerade zur Stadt hatte. Ich kann nämlich an einem Land Raider auch meine Truppen verstärken. Achso, ja gut. Dann fang auch mal an, Land Raider und Konsorten zu reparieren. Verstanden. Klar, mach ich. Gut, danke. Ansonsten komme ich nämlich da nicht hinterher. Scouts hier. Trupp unterwegs. So soll es sein. 78. Wenn ich da noch einen draufpacke, sind es dann... habe ich nur noch 4 frei. Mit was rennst du gerade alles rum? Ich renne damit was rum. Ja, also was hast du gerade alles an Trupps? Genau das, was du jetzt gerade siehst. Und den Captain hat noch in dem Land Raider drin. Das ist zu wenig. Ja. Eben aufgefallen. Ich hab gern noch Schock-Dingens. Ich liebe das, dass wenn da so diese ganzen Wracks rumstehen. Ja. Ich fahr die immer kaputt. Schade, ich mag die. Ah, da haben sie Bazookas. Wrack kaputt machen, bam. Oh, da kommt ja ein Warboss vorbei. Ja, der hat sich von meinen schweren Boltergeschützen verjagen lassen. Macht Sinn. Bazookas tot. So, dein Land Raider ist jetzt auch gleich wieder voll bereit. Dann gehe ich dein Cyborg reparieren. Terminatoren? Ja, ich versuche es. Vorsicht, da kommt ein Kampfpanzer. Treff ihn an. Nein, ich will aber nicht.
Greif ihn schnell in den Panzer rein. Greif ihn an, wenn die Erfahrung kriegen. Schnell in den Panzer rein. Hab Angst. Oh, scheiße, greif ihn an. Wenn die aufsteigen in der Stufe, dann kriegen sie mehr Leben und dann sind sie noch unbesiegbarer. Greif den scheiß Panzer mit deinen Terminatoren an. Ja, ich fahre ja gerade schon hin. Ich guck nur gerade, wo er ist. Lass mich mal. Chill. Da ist er. Ah, da unten ist er, ja, okay. Dann guck ich mal, ob ich da hinfahren kann. Dann enthülle ich die große Überraschung. Warum denn? Glaubst du, der bleibt da stehen? Ja, der bleibt da stehen. Er solltest jetzt nicht in die Nähe hinfahren. Naja, ist ja gut. Oh, diese super sinnvollen Artillerieschläger von den Dingen. So, jetzt steige ich mal mit allen Trupps aus, die in dem Blend weiter drin sind. So, und jetzt kriegst du auch die Schnauze. Ja. Von wegen ein Land Raider, ein Terminator-Trupp. Ich habe natürlich schon einen Land Raider drin, ich wäre ja nicht völlig behindert. Das geht schnell. Jo, mein Oberkommandierender hat gerade Stufe 10 erreicht. Meine Terminator-Trupps haben noch überhaupt nichts gemacht, aber egal. So, du machst mit dem gleich sowas von sau viel weg. Ach, ich meine, der Land Raider, das ist echt irre. So, ich glaube, ich fahre mal in die Mitte und guck mal, ob irgendwelche Leute vorbeigucken wollen und mir guten Tag sagen wollen. Ja, so soll es sein. Den Predator kannst du mal kurz da stehen lassen, dann repariere ich ihn. Ja, klar. Hast du dem Predator Zusatzpanzerung gegeben? Was? Nein. Mach mal. Dann ist er nicht mehr ganz so anfällig. So, jetzt vergeht's. Ich glaube, wir sollten langsam mal angreifen, sonst zieht sich das Ding hier allzu in die Länge. Ja, das wäre für mich erstmal gar kein Problem. Ja, aber... Da drüben ist ein Panzer, aber den mache ich jetzt mal. Oh, da drüben ist ein Panzer, warte mal. Den gucken wir mal an, den Typen. Und da vorne ist noch ein Panzer, direkt von meiner Schnauze praktisch. Oh, und der ballert und es zieht meinem Panzer fast nichts ab. Oh, guck mal, was hier drüben alles aufsteht. Ja, das ist gar nicht. Multi-Walter. So, komm, wir sollten da raus, die gerade komplett gut geworden sind. Stormboys da. Also, ich würde mal vorschlagen, wir greifen nochmal so langsam an. Das habe ich eigentlich auch gerade gesagt. Nein, ich erwähne es nur nochmal extra. Von welcher Seite zuerst? Ich muss nicht bei deinem Land Raider bleiben, weil dadurch heilen sich meine Truppen A und B kann ich sie verstärken. Lass mich ganz kurz überlegen, hier. Okay, warum hast du einen Verteidigungsping gemacht? Gehört er dem Imperator? Ja, warum hast du einen Verteidigungsping gemacht? Das sollte ein Angriffsping werden. Ich komme mit dem Kontrolle. Also hier. Ja, gut. Also ich würde sagen, wir greifen da mal an. Du machst es ja sowieso schon, also klar, gerne. Da ist übrigens ein Kampfpanzer. Kampfpanzer. Cybot und Kampfpanzer. Nur einer kann überleben. Okay, ich helfe deinem Cybot mal. Was? Nein. Der braucht keine Hilfe. Lass mich. Siehst du, der macht den auch alleine. Okay, vielleicht kommt noch der Predator dazu, aber dann war's das doch auch. Da ist noch ein Kampfpanzer. Nee, das hat gar keine Lust mehr. Warte, ich gehe mal mit meinen Terminatoren hier ein bisschen rum und Leute drehen. Oder ich bleibe bei der Basis, die ist vielleicht noch grüner. So, ich muss jetzt mit meinen Leuten einmal zu deinem Wende kommen, einmal um ihn zu heilen. Und zum anderen, um mich zu heilen. Hier kannst du übrigens unterstützen, ne?
ich glaube, sie kann ich unterstützen. Ja. Okay, aber ich muss nicht nur heilen. Ich habe eigentlich voll Full Life. Achso. Also ich habe volle Fünfstärke jetzt. So. Jetzt stelle ich hier mal ein bisschen zu. Also, einmal kann ich hier das hier. Das macht auch relativ viel Schaden. Wenn ich es machen könnte. Ja, genau. Der läuft und kann es trotzdem machen. Das ist auch ein geiler Bug. Dann kann ich, das zeige ich jetzt am besten an den Tipp, ich kann einfach Einheiten zu mir teleportieren. Ja. Ganz bestimmt, lass mal den Generatoren doch stehen, du. Dann kann ich hier den Schmetterschlag geben, der ist schon die Infanterie, vor allem leichte Infanterie. Und da haben wir das auch schon. Hier, Stormboys. Die sterben auch recht schnell. Stormboys. Das ist ja nicht so, wo man alles falsch ist. So, ordentlich tot. Wieder ein Scout tot. Kann ich noch irgendwas hier zeigen? Also ich glaube, die Gegner haben hier keine Truppen, an denen ich es zeigen könnte. Ich bin witzig. Ja. Dann zeige ich so ein Gebäude. Ja, und ich habe ihn doch gekillt. Ja, und jetzt? Und das war jetzt wieder hier eine Partie, diesmal mit doppelten Space Marines. Warum sind hier verfickte Blood Ravens? Ich will Imperial Fists in meinem Screen haben. Das ist einfach nur, um dich persönlich zu ärgern. Ja, ganz bestimmt. Lass mal den Score, ich will mir auch noch angucken. Achso, ja klar, mach mal.